Die Blackbeard-Piraten ziehen sich wie ein roter Faden durch den Egghead Island Arc. Und jetzt machen sie ihren Move. Doch was genau wird das sein? Und warum hat das Ganze mit Zebek zu tun und den Rocks-Piraten? Genau diese Frage soll diese Theorie, die ich euch heute mitgebracht habe, beantworten. Und sie ist wirklich maximal crazy. Deswegen, schnallt euch an, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Wir gehen direkt rein in das Video, in die Theorie. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. One Piece Theoretiker, One Piece Theorien und mehr. Erst einmal werde ich euch jetzt die Theorie vorstellen, warum Blackbeard Rocks die Zebek beschwören wird und wie das Ganze sogar logisch in die One Piece Geschichte mit eingebunden werden kann und warum wir schon die richtigen Hinweise bekommen haben, dass dies passiert. Das ist die Theorie. Ich habe sie auf TikTok gefunden, sie wurde mir geschickt. Ich werde sie natürlich in der Videobeschreibung euch verlinken vom Ursprungsersteller. Natürlich ist dieser Gedanke schon lange in der One Piece Welt. Wir selber haben auch schon vor Jahren drüber geredet, weil es halt nicht abzustreiten ist, dass Blackbeard ein maximaler Zebek Fanboy ist. Er hat sich extra dort niedergelassen, wo die Rocks Piraten gegründet wurden. Er hat seine Schiffe Saber of Zebek genannt, also die Flosse, die er da hat. Und die meisten One Piece Fans denken ebenfalls, dass er sich irgendwie den Ideologien von Zebek anschließen will. Aber warum wird Blackbeard denn jetzt Rocks die Zebek höchstpersönlich wieder beschwören? Erstmal wissen wir noch nicht mal, ob Zebek wirklich gestorben ist. Das ist erstmal eine Sache, die man kritisieren könnte an der Theorie. Er wurde besiegt, die Rocks Piraten wurden zerschlagen, God Valley ist von der Karte ausgelöscht, aber Zebek selber, dass er gestorben ist, haben wir nicht gehört. Man kann das denken, weil Zebek, wie gesagt, so ein Mann war, der die Welt erobern wollte. Und wenn der besiegt wird von Roger und Garp, kann ich es mir nicht vorstellen, dass der danach irgendwie friedlich im Exil weiterlebt. Deswegen ist schon ein Tod sehr wahrscheinlich gewesen zu God Valley. Den Vorfall selbst haben wir ja nicht richtig gesehen jetzt. Wir wurden Zeuge vom God Valley-Vorfall, wie er anfing und alles, wie die Crews kam, wie Garp kam, aber nicht wie er endete. Und wir kennen Blackbeard. Wenn es um unerwartete, übernatürliche Dinge in der One-Piece-Welt geht, dann ist Blackbeard wirklich der richtige Ansprechpartner. Er war der erste in der One-Piece-Welt, selbst von den Gorosei, die jetzt wohl bestätigtermaßen unsterblich sind, denn bei God Valley war Saturn genauso alt, vor 38 Jahren wie heutzutage, nicht gealtert. Sie sind unsterblich. Ich sage, die sind mindestens 800 Jahre alt. Die haben damals das verlorene Königreich vielleicht sogar mit Imsama besiegt. Und die haben nicht gesehen, in ihren ganzen 800 Jahren höchstwahrscheinlich, solange sie leben, wie ein Mensch in der One Piece Welt zwei Teufelsfrüchte isst. Sowas gab es noch nie. Und das hat Blackbeard, wie gesagt, auch das allererste Mal gemacht. Er hatte die Finsternisfrucht, welche eine Logia sein soll, und dann natürlich noch die Bebenfrucht von Whitebeard bei Marineford gegessen, absorbiert und hatte damit zwei Teufelskräfte. Allein das ist schon crazy, was noch nie aufgetaucht ist. Aber auch, dass er aus einem gerade gestorbenen Whitebeard die Frucht einfach extrahieren kann, ist auch etwas, was wir noch nie gesehen haben, direkt so vor Ort. Und auch neuerdings das Gerücht, dass er noch nie geschlafen haben soll, ist ja auch etwas, was aufgetaucht ist im Oden-Flashback, wo Buggy und Shanks über ihn geredet haben, so dass er noch nie geschlafen haben soll, was ja auch komisch ist und auch schon irgendwie dafür spricht, dass sein Körper nicht normal ist. Oder er hat auch mal enthüllt, dass er irgendwie zwei Schwestern hat oder hatte und eine Mutter. Die hat er zurückgelassen oder die scheinen nicht mehr zu leben. Was ist damit passiert? Blackbeard bringt auf jeden Fall viele Mysterien mit sich. Und wenn es für übernatürliche, unpredictable Moves geht in One Piece, dann ist Blackbeard der Richtige dafür. So, und Blackbeard hat neuerdings drei neue Leute entführt, die eigentlich perfekt sind, um seinen Traum, Zebek zu beschwören, wiederzubeleben oder Zebeks Kraft zu nutzen, eigentlich perfekt für ihn sind. Und zwar einmal Gecko Moria, Pudding und Garp. Wir dachten, okay, er hat Pudding entführt aufgrund dieses dritten Auges, aufgrund dieser Fähigkeit, die der Drei-Augen-Stamm angeblich erwecken soll. Das dritte Auge soll erweckt werden und dann kann man die Poneglyphen entschlüsseln. Irgendwie so hieß es und hätte Pudding das schon erweckt, wäre Big Mom schon längst Königin der Piraten geworden, so hieß es immer. Und wir haben gedacht, okay, deswegen, weil er hat ja keine Nico Robin in der Crew, deswegen holt er sich einfach eine vom Drei-Augen-Stamm. Die sind zwar selten, aber höchstwahrscheinlich ist die Info mit dem Drei-Augen-Stamm bekannt und deswegen wusste er, Pudding, Big Mom hat eine mit dem Drei-Augen-Stamm, deswegen holt er sich Pudding. So, diese Theorie sagt aber was anderes. Und zwar, Pudding hat ja noch eine Teufelsfrucht und zwar die Memo Memo no Mi, sprich die Erinnerungsteufelsfrucht. Sie kann einfach Erinnerungen aus Köpfen rausziehen, diese sehen, was sie dort gesehen haben, die Menschen, und die gleichzeitig auch verändern, Erinnerungen rausschneiden. Und diese Fähigkeit soll Blackbeard sich zu Nutzen machen. Wie, erkläre ich euch gleich. Dann haben wir ja noch Gecko Moria, der ja dort sogar gefangen gehalten wird auf Beehive. Und es sieht so aus, dass Perona das wohl jetzt nicht geschafft hat, ihn dort zu befreien, weil Corby und so dann ja auch mit der Sorternet abgehauen ist. Garp wurde dort eingefangen, eingefroren, archiviert. Der natürlich als Druckmittel erstmal ziemlich nice ist, als Deal für die Weltregierung, um irgendwas zu erreichen, wie zum Beispiel, dass Beehive ein Königreich wird. Das ist sehr gut, dass sie dafür Garp haben jetzt zur Verhandlung. Aber mit Gecko Moria und Pudding kann Blackbeard wirklich Geisteskrankes anstellen. Alleine nur mit der Pudding-Garp-Kombo. Und ich bin wirklich noch am Zweifeln, ob Oda überhaupt daran denkt, weil das ist schon sehr big. Er könnte Pudding nutzen, um die Erinnerung von Garp einfach rauszuziehen, weil Garp war Zeuge, er war vor Ort, er war an erster Stelle an der Front bei God Valley. Er weiß genau, was passiert ist, er war dort. Er hat gesehen, was dann auch passiert ist mit Rocks die Zebek, mit seinem Körper, wo der sein könnte, wo er begraben sein könnte, wo er in Gewahrsam gehalten wird, vielleicht sogar der Körper irgendwo. Weil wir wissen, selbst die Marine wollte Whitebeard und Ace Körper haben auf einmal so. Die wollen immer die Körper der Piraten auch in Gewahrsam
genommen haben irgendwie. Und es ist ja nicht nur das. Alleine die Infos, die Blackbeard rausziehen könnte mit Puddings Teufelskraft aus Garbs Gehirn. Garb hat ja wahrscheinlich so krasse Infos, interne Infos über die Weltregierung, über vielleicht sogar den One Piece, über das Road Poneglyph, wo das letzte ist oder sonstiges. Es ist halt die Frage, wie viel weiß Garb wirklich? Er ist jetzt schon Ewigkeiten ganz oben bei der Marine und diese Infos könnten alle in Blackbeards Hände gelangen, wenn er Pudding einfach richtig einsetzen würde. So, und das Wichtigste wäre halt für Blackbeard selbst der Körper. Der Körper von Roxy Zebek. Wenn er wüsste, wo der ist, und das kann er rausfinden mit Garb und Pudding, dann könnte er Gecko Moria nutzen und seine Teufelskraft und diesen Körper einfach wiederbeleben als Zombie und mit dem Schatten von Garb sogar vielleicht ausstatten. Garbs Schatten wäre auf jeden Fall der einzige vielleicht sogar von den Schatten, die Blackbeard irgendwie in der Nähe hat. Vielleicht noch Cousins oder so, aber das ist ja irgendwie mehr oder weniger sein Verbündeter, die in Frage kommen würden, die stark genug sind, um den Körper von Zebek auch irgendwie zu nutzen. Und stellt euch das mal vor, Zebek wird wiederbelebt, sein Körper ist noch intakt, er wurde irgendwie eingefroren oder sowas, weil die Weltregierung ihn vielleicht selber irgendwann irgendwie nutzen wollte oder sonstiges, sei es als Seraphim oder sonstiges, irgendwie die DNA entnehmen und sie haben ihn archiviert und dieser wird einfach als Zombie mit dem Schatten von Garb ausgestattet und am Ende muss Ruffy auch noch gegen diesen kämpfen. Die Frage ist halt, ist das wirklich so realistisch? Ich finde die Theorie irgendwie ganz nice, weil Blackbeard wirklich gerade die ganzen Puzzleteile, die ganzen Werkzeuge hat, um das wirklich zu machen. Und wir haben, wie gesagt, Zebek ja auch nur in Flashbacks angeteased bekommen und so. Und dass dieser Charakter irgendwie in der Gegenwart gar nicht mehr irgendwie thematisiert wird und gar nicht mehr wichtig wird, wo Oda sich den gefühlt irgendwie aus dem Ärmel geschüttelt hat, finde ich schon ein bisschen weird. Deswegen wäre das eine coole Option. Ich finde die Option richtig nice, wenn das passiert. Die Frage ist halt, ist das so realistisch mit Gecko Moria? Wäre Gecko Moria der maximale Sklave und würde denn auch den Zombie wirklich nur für ihn kämpfen lassen? Theoretisch müsste Blackbeard eigentlich Gecko Moria töten und die Teufelsfrucht, die Schattenteufelsfrucht von Gecko Moria sich irgendwie einheimsen, um selber dieser zu sein. Das Gute daran ist immer noch eine Sache, die der Theorieersteller nicht bedacht hat. Blackbeard kann ja auch mit der Finsternisfrucht einfach komplette Dunkelheit erschaffen. Und so könnte dieser Zebek-Zombie, dieser wiederbelebte Zebek mit dem Garbschatten, einfach für ihn kämpfen. Weil er kann es ja immer dunkel machen. Er kann immer für Finsternis sorgen. Und so könnte die Schattenarmee, das war ja das Problem, die Sonne ist aufgegangen, die haben sich alle aufgelöst und so könnte er das noch aufrechterhalten. Vielleicht kann er sich die anderen Rocks-Piraten, die ja schon auf der Thriller-Bark auch als Zombies waren, auch zunutze machen. Die hatte Gecko Moria ja schon. Silver Axe, Wang Ji, Captain John, die waren dort schon. Was ja schon so ein kleiner Hinweis darauf ist vielleicht. Ein kleines Foreshadowing, dass auch der Anführer der Rocks so zu einem Zombie wird noch. Ich finde die Theorie richtig geil. Ich finde die Theorie maximal nice und für mich eigentlich mit die einzige Option, wie man irgendwie Zebek noch in die Gegenwart als wirklich ernstzunehmenden Feind, als Gegner, als Feind für einen Kampf oder sowas einführen könnte. Was für Infos könnte er aber noch aus Garbs Gehirn rausziehen? Wo Shiki vielleicht ist? Auch wenn das vielleicht nicht mehr so wichtig ist. Er wurde ja besiegt von Ruffy irgendwie gefühlt vor dem Timeskip, was auch ein bisschen weird ist. Aber das wäre auch noch eine Option. Auf God Valley wird er vielleicht auch noch kommen. Vielleicht erfährt er den Ort von God Valley. Es soll ja im West Blue sein. Es soll aber irgendwie auch ausgelöscht sein von den Karten. Also kommt man da irgendwie hin. Der West Blue ist ja jetzt wahrscheinlich auch nicht so riesig, wenn man das jetzt mit der neuen Welt vergleicht. Deswegen sollte man eigentlich vielleicht God Valley auch vorfinden. Vielleicht wurde es aber auch ausgelöscht, einfach mit dem Laser damals, den es angeblich noch nicht gegeben haben soll, weil Mother Flame ja das erste Mal benutzt wurde, der Laser von Vegapunk, um Lulucia auszulöschen. Aber der Meeresspiegel ist schon öfter gestiegen. Bei Enies Lobby gibt es ja zum Beispiel auch dieses Loch einfach, was impliziert, dass der Laser schon öfter benutzt wurde. Deswegen, vielleicht wurde es auch einfach ausgelöscht. Vielleicht erfährt Blackbeard ja auch von dieser Laserwaffe. Das wäre ja auch eine Info, die für ihn krass wäre. Wenn er diese Waffe, diese Laserwaffe hätte, die er benutzen könnte, wäre das auch etwas, was Blackbeard wahrscheinlich haben wollen würde. So, jetzt seid ihr gefragt. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr zu der Theorie denkt. Wird Blackbeard Zebek wiederbeleben mit den drei Werkzeugen, die er hat? Und seine eigene Teufelsfrucht ist ja letztendlich auch noch perfekt dafür. Für mich wirkte Blackbeard auch ein bisschen so wie Zebek, wie wir ihn gesehen haben. Von dem Lachen, von den Haaren, die so wirr sind. Könnte wirklich sein, dass er auch irgendwie mit ihm noch verbunden ist. Blutlinientechnisch vielleicht sogar. So, jetzt seid ihr gefragt. Schreibt in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Ich bin erstmal raus. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao, tschüss, euer Theo.